Hört alle her! Der große Kaiser Augustus lässt verläuten, alle Menschen sollen gezählt werden. Geht dafür in eure Geburtsstadt. Hier entlang, hier bitte eintragen. Ja, und hier bitte auch eintragen, Name und Telefonnummer. Bitte, danke. Nun bitte hier entlang. Diese Steuereinnahmen werden sich lohnen. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Los, Maria, komm, es ist schon spät. Ich will nicht zu spät ankommen. Hoffentlich bekommen wir noch ein Zimmer, damit du dich ausruhen kannst. Keine Sorge, es ist noch nicht so alt. Hast du genügend Papier? Hast du alle Papiere dabei? Ja, na klar. Zweimal nachgeschaut. Hier, alles bei. So, nun komm. Es wird bald dunkel. Und ich will nicht im Dunkeln noch draußen sein. Da wird's gefährlich. Ja. Und stell dir mal vor, das Kind kommt unterwegs. Dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Typisch, Mann. Aber keine Angst. Es ist noch nicht so weit. Hast du genügend Geld dabei? Na klar. So, nun, los, komm. Hey, was gewährt ihr zu so später Stunde noch Einlass? Habt ihr überhaupt Papiere dabei? Ja, Herr, wir kommen aus Nazareth. Ich bin Josef, der Tischler. Und wir mussten uns wegen dieser blöden Volkszählung auf den Weg machen. Und diese Anstrengung, obwohl ich ein Kind bekomme, wie man leicht sehen kann. Bestell deinem Kaiser einen schönen Gruß. Dieser Termin ist sehr unpassend gewählt. Wer bist du, dass du diesen allmächtigen Herrscher widersprichst? Ich heiße Maria. Und das ist mein Mann. Und dieser... Wäre der Kaiser nicht auf diese komische Idee gekommen, hätten wir unsere Hochzeitsreise ganz sicher woanders hingemacht. Wo gibt es überhaupt ein Hotel? Hüte deine Zunge, Frau. Du sprichst mit einem kaiserlichen Beamten. So gottverlassen kann diese Gegend ja hier nicht sein, so viele Menschen wie hier reinkommen. Aber eins kann ich dir sagen, Frau, in dieser Gegend wirst du keine Unterkunft mehr finden. Um Himmels Willen, wie kann das sein? Wir sind völlig erschöpft nach der langen Reise. Sieh nur, meine Frau. Oh. Also der kaiserliche Hof hier in der Nähe, der ist nur für Privatpersonen gesichert. Aber Privatunterkünfte sind nur unter strengsten Kontrollen zugelassen. Es sind hier schwere Zeiten mit dem Virus. Oh Gott, die Geburt des Kindes naht. Und es kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Mensch, die Stadt ist aber heute voll. Ja, die kommen wohl zur Volkszählung, was der Kaiser sich wieder dabei gedacht hat. Habt ihr das gehört? Da war doch ein Geräusch. Nein, ich hab nichts gehört und die Hunde sind auch leise. Kein Raubtier weit und breit und die Schafe sind ganz ruhig. Doch, da war was. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ehre sei Gott in der Höhe.
Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Ein Engel erschien uns, im Licht, so hell, wie ich es noch nie gesehen habe. Sie sprachen, dass wir uns nicht fürchten sollen, natürlich erschreckten wir uns. Sie sprachen weiter, uns ist eine große Freude widerfahren. In diesem Kind kommt Gott auf die Welt, in all seiner Liebe und Herrlichkeit, mit der er uns liebt. Und so sind wir los. Die Engel sagten, dass wir euch hier finden werden, in einem Stall. Wie sonderbar. Gott hat uns als erstes es erzählt. Es ist eine große Freude, dass Jesus geboren ist. Gott segne euch alle drei. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Kommt, wir gehen los! Drei Männer auf den Weg gemacht. Sie sind Sterndeuter, weise Männer. Sie kennen den Himmel genau und erforschen alles. In einer Nacht war ihnen ein Stern aufgefallen, den sie vorher nie gesehen hatten. Heute Nacht ist es ganz sternklar. Sogar die kleinsten Sterne sind zu erkennen. Ja, diese Nacht ist günstig, um das Schicksal aus den Sternen zu lesen. Ich sehe die ganze Zukunft wie ein offenes Buch vor mir liegen. Seht mal rüber, im Sternbild des Drachen ist ein neuer Stern. Ich habe ihn auch schon gesehen, aber ich habe mich gefragt, ob es wirklich ein neuer Stern ist. Wir können ja mal an der Sternenkarte nachgucken. Und wenn er noch nicht verzeichnet ist, wollen wir ihn eintragen und ihm einen neuen Namen geben. Seht, hier muss es sein. Es ist tatsächlich ein neuer Stern. Wir wollen ihn einzeichnen. Ich werde ihm einen Namen geben, denn ich habe ihn entdeckt. Ich werde ihn so nennen wie meinen Sohn, der gestern geboren wurde. Sicher zeigt dieser Stern die Geburt deines Sohnes an. Ich glaube, dass wir in den Sternen unser Leben erkennen können. Wir wollen ihn noch einmal anschauen und genauer betrachten. Seht mal im Westen, was für ein helles Licht. Das ist noch ein heller Stern. Wow, so großartig. So einen hellen Stern habe ich ja noch nie gesehen. Dieser Stern muss etwas ganz Besonderes anzeigen. Aber was soll er anzeigen? So ein großer und heller Stern ist einmalig. Lasst uns in dem großen Buch nachschlagen, wo alles geschrieben steht. Hier steht etwas. So ein großer Stern zeigt die Geburt eines großen Königs an. Je größer und heller der Stern ist, desto bedeutender ist der König. Dann muss dieser Stern die Geburt eines wirklich mächtigen Herrschers anzeigen. Vielleicht sogar eines Weltherrschers. Das ist der größte Stern, den ich jemals gesehen habe. Wir sollten diesen König suchen gehen und ihm Ehre erweisen. Sicher ist er in einem großen Palast geboren worden. Aber wo finden wir ihn? Wir reisen dem Stern nach. Er steht über dem Abendland. Circa hier. Dort suchen wir einen großen Palast. Dort werden wir ihn schon finden. Aber wir dürfen nicht mit leeren Händen ankommen. Ich werde ihm diese Box voller Goldstücken schenken. Und ich werde ihm dieses kostbare Öl schenken. Und ich werde ihm Weihrauch schenken. Das ist für einen König angemessen. Dann lasst uns aufbrechen. In der ganzen Zeit, als wir uns auf dem Weg befanden, folgten wir dem Stern.
Als wir nach Jerusalem kamen, gingen wir natürlich zuerst zum König Herodes. Wo sollte denn sonst so ein wichtiges Kind geboren werden, als in einem Königshaus? Doch wir merkten schnell, dass Gott uns woanders hinführte und König Herodes ein ganz schlimmer Zeitgenosse war. Schaut selbst, wie es weiterging. Nun haben wir endlich einen Palast gefunden. Ob uns dieser König Herodes wohl begrüßen wird? Er bewirtet uns ja immerhin. Ist es wahr, dass ihr Sterndeuter aus dem Morgenland seid? Ja, das stimmt. Und wir sind auf der Suche nach einem neuen Königskind. Ist denn hier im Palast ein Kind geboren? Nein, hier wurde kein König geboren. Herodes würde das auch gar nicht zulassen. Er würde jeden umbringen, der ihn von seinem Thron vertreiben wollen würde. König Herodes. Wer seid ihr und was wollt ihr? Wir sind Sterndeuter aus dem Morgenland. Wir haben einen hellen Stern gesehen, der die Geburt eines mächtigen Königs anzeigt. Wir sind hier, um ihm die Ehre zu erweisen. Wir haben viele weise Männer gefragt und sie sagten uns, dieser König sei im Land der Juden geboren worden. Und wo soll dieser König sein? Ist er denn nicht hier im Palast? Wo sind meine Berater? Diese Männer suchen nach einem neugeborenen König hier bei uns in Judäa. Sag mir sofort, wer zu finden ist. Hier, ich habe etwas gefunden. Bei dem Propheten Micha steht, und du Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Was? Ich bin ihr Herrscher und niemand sonst. Gibt es denn in Bethlehem einen Palast? Nein, Bethlehem ist nur eine sehr kleine Stadt. Folgt nur weiter eurem Stern. Er wird euch zeigen, wohin ihr gehen sollt. Und wenn ihr diesen neuen geborenen König gefunden habt, dann kommt ihr wieder und sagt mir, wo er ist, damit ich ihm auch die Ehre erweisen kann. Ihr dürft nicht wieder zurückkommen. Wenn Herodes erfährt, wo das Kind ist, wird er es töten. Wir werden auf einem anderen Weg wieder nach Hause reisen. Das ist ja schrecklich. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Hier ist es bestimmt nicht richtig. Das ist ein Viehstall. Aber seht, der Stern steht genau über diesem Stall. Wer seid ihr? Wir sind Sternleute aus dem Morgenland. Hier war ein heller Stern, der uns die Geburt eines neuen Königs angekündigt hatte. Der König, den ihr gesucht habt, ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes wird in einem Stall geboren? Das kann ich kaum glauben. Aber es ist wahr, Gott kommt in seinem Sohn zu uns, mitten in unser Leben. Und ich dachte immer, unser Leben steht in den Sternen. Und nun merke ich, dass es einen Gott gibt, der unser Leben lenkt. Ein Gott, von dem wir noch nie etwas gehört haben, der uns mit einem Stern hier hingeführt hatte. Und sie knieten nieder und beteten das Kind an, taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir sind weit gereist, um dieses Kind zu finden. Nehmt unsere kostbaren Geschenke an. Doch was wir als Geschenk bekommen haben, ist viel wertvoller als alles andere auf dieser Welt. Wir werden nach Hause zurückkehren und erzählen, was wir gefunden haben. Von Gott, der zu den Menschen kam und sie liebt. Und von Gott, von der Liebe zu uns und seinem Sohn. Ja, erzählt davon, von dieser heiligen Nacht, wo alles anders wurde, von dem Licht der Welt, der Sohn Gottes, Jesus. Und wenn ihr Sterne betrachtet, dann denkt an das große Wunder, dass am heiligen Abend der Himmel sich öffnete, dass Gott selbst zu uns kommt und in unseren Herzen wohnen möchte. Damals, heute und in Ewigkeit. Amen.